Kollegen, herzlich willkommen zur Pressekonferenz vor dem Auswärtsspiel bei Wacker Nordhausen am Sonntag um 13.30 Uhr. Der Trainer wird sicherlich ein paar Eingangsworte sagen zur personellen Situation und dann Ihre Fragen. Bitte schön. Ja, guten Tag zusammen. Ja, leider hat sich die Personalsituation ein bisschen verschlechtert. Kruse, wie Sie letzte Woche gesehen haben, musste ja schon vor der Halbzeit aufgrund einer Verletzung ausgewechselt werden. Hat sich jetzt leider bestätigt, dass er sich einen Muskelfaserriss zugezogen hat beim Abspiel eines Balles. Puh, ich habe noch scherzeshalber gesagt, also normalerweise kann er nicht viel sein, weil ein Sprintertyp ist er nicht. Aber leider hat sich dann dieser Spruch nicht bestätigt. Er wird also in diesem Jahr, aber hoffentlich noch in dieser Saison, leider nicht mehr zur Verfügung stehen. Paul Wehrmann konnte die Woche bisher keine Trainingseinheit bestreiten aufgrund eines starken grippalen Infekt. Das gleiche gilt auch für Matti Kamenz, der im Moment aktuell die Nummer 2 ist, wo wir jetzt Stand heute davon ausgehen müssen, dass beide ausfallen. Diesbezüglich ist der Kader dann nochmal geschrumpft. Wir haben versucht, den U17-Torwart auf die Spielberechtigungsliste zu bekommen und den Leon Schneider, der jetzt schon seit längerer Zeit mittrainiert, obwohl er noch U17-Spieler ist, macht das richtig gut im Training. Hätte ich sogar mitgenommen. Da aber die Regelung so ist, dass das nur im Profifußball möglich ist, als U17-Spieler auf die Spielberechtigungsliste gesetzt zu werden, also wenn wir noch in der zweiten Liga spielen, dann würde das gehen. Da wir aber in den Niederungen des Fußballs angekommen sind und dann wird man auch diesbezüglich so behandelt. Ich weiß nicht, wo da der Unterschied liegt. Fakt ist, wir können diese beiden Spieler nicht auf die Spielberechtigungsliste kriegen. Und jetzt müssen wir sehen, wer am Sonntag dann als Alternative, als zweiter Torwart hinter Afto mitfahren kann. Das ist die Situation. Haben Sie denn da schon eine Idee, wer das sein könnte? Also erstmal nach dem Torwart gefragt? Ja, wir müssen das jetzt wirklich, also es ist jetzt für mich auch total neu. Also Schadecki, der hat einen Vertrag bis 2019, ist ein hochtalentierter Torwart, der regelmäßig auch mit unserem Torwarttrainer trainiert. Die anderen Torhüter kennen wir nicht. Gestern mal kurz mich informiert und kann ich wirklich jetzt im Moment nichts so sagen. Würde ich gerne Auskünfte geben, kann ich aber nicht. Bevor ich jetzt hier irgendwas sage, was dahinter dann nicht den Tatsachen entspricht, das möchte ich nicht. Vielleicht gleich daran ergänzend, Sie gehen damit sehr offensiv um. Das ist zum Beispiel aus dem Bereich des Eishockeys, da verschweigt lieber jeder Trainer irgendwelche Verletzungen oder so bei Spielern. Haben Sie da keine Befürchtung, dass Ihr Kollege Tomislav Piplica, ehemaliger Torwart, wie er bekannt ist, jetzt die Ohren spitzen wird? Warum muss ich Fakten verheimlichen, wenn sie so sind? Oder wenn es so ist, wie sie sind? Und ich habe da kein Problem, zumal ich so ein sehr aggressives Spiel mit allen Zweikämpfen dieser Welt am Sonntag erwarte. Und von daher ist kein Problem. Afto ist stabil. Und ich kenne das auch aus dem Eishockey. Wie Sie wissen, bin ich auch ein großer Fan, dass dann gerade im Playoff die Torhüter angefahren werden. Wenn Sie der Meinung sind, die müssen das so machen und sich über dieses zu definieren, dann ist das denen ihre Sache. Wenn ich richtig das in Erinnerung habe, war letztes Jahr, glaube ich, der vierte Torwart mit in Osnabrück, musste dann auch kurzfristig einspringen und hat das richtig gut gemacht. Dann haben 0-0 gespielt für ein Spiel und in einer Situation. Wer weiß, vielleicht entsteht da was Neues, Großes. Deswegen sagen wir, wir hätten ja auch U17-Spieler mitgenommen, ja, die noch aktuell in der B-Jugend spielen, die uns aber dann im Fördertraining aufgefallen sind und sonst würden wir sie nicht schon im Profitraining damit dazu nehmen. Also von daher, ich habe da kein Problem mit. Sie da dann selber wissen, was er damit macht. Herr Wollitz, Nordhausen, der nächste Gegner ist sehr gut gestartet und ist dann im Laufe der Saison so im Mittelfeld verschwunden, sage ich mal. Wie schätzen Sie Ihren Gegner ein?
Also er ist glücklich gestartet, aber er ist nicht gut gestartet. Ich habe das erste Spiel gesehen, Babelsberg war die klar beste Mannschaft. Meine Punkte mit sich. Ist ein Verein, der sich natürlich in den letzten Jahren entwickelt hat, Aufstiege, immer oben mitgespielt. Im Moment in der Tabelle nicht ganz oben dabei. Also wir haben jetzt letzte Woche waren wir nochmal in Berlin, davor war Sebastian Abt in Nordhausen, also gegen BHK. Jetzt haben wir sie bei Hertha gesehen. Ist eine Mannschaft, die hat noch nicht ihren Rhythmus gefunden. Sie haben Verletzungsprobleme, sie haben einen großen Kader, sie haben dann viel versucht und um in dieser Liga kontinuierlich zu punkten, konstant zu punkten, musst du eingespielt sein. Also und du musst Vertrauen haben. Ein großer Kader kann das nicht immer vielleicht so darstellen. Ansonsten ist das eine Mannschaft, die von der Qualität sicherlich unter den Top 4 gehört. Und darauf sind wir auch vorbereitet. Das ist ein anderes Spiel, auch von der Herangehensweise. Sie wissen selber, Topspieler, wenn dann vielleicht in den kleinen Spielen nicht immer die letzte Konsequenz haben, aber bei diesem Spiel ist das so. Und von daher erwarten wir, wie auch letzte Woche, das habe ich auch hier in der Pressekonferenz schon gesagt, da wir Luckenwalde auch mehrmals gesehen haben, der 97 und der 22, die haben nicht einmal nach hinten gearbeitet, in keinem Spiel. Und hier sind die gelaufen, dass es kurz vor der Erschöpfung war. Und das ist auch am Sonntag der Fall. Deswegen ist es so, Cottbus ist angeblich immer der Favorit, aber du kannst nicht 34 Mal, kannst du, selbst wenn du die Mannschaft dazu hättest, kannst du nicht immer die Favoritenrolle, wirst du die gerecht. Was mich im Übrigen dann noch darüber wundert, da Cottbus eigentlich aus dieser Underdog-Geschichte eigentlich entstanden ist, ja, in den 90er Jahren, und jetzt glaubt, immer die Favoritenrolle gerecht zu werden. Das wundert mich ein bisschen in der Darstellung, weil das geht nicht immer. Ja. Aber was immer gehen muss, und das zeigen wir, dass wir das Ziel haben, dieses Spiel zu gewinnen, und tun da alles für. Wir sind letzte Woche über 120 Kilometer gelaufen, um dieses schwierige Spiel zu gewinnen. Wenn wir das nicht machen, werden wir am Ende nicht belohnt. Also das muss man dann immer oben herausstellen und von daher, dass wir mal nicht so einen guten Tag haben oder nicht so dieses Tempo hinbekommen, das hört zum Fußball, zumal diese Geschichte, die wiederhole ich gerne, weil es eine fantastische Geschichte ist, Energie Cottbus sich eigentlich so entstanden ist. Und das ist unglaublich schwierig, ja, gegen Nicht-Favoriten jede Woche immer bestehen zu müssen, ne? Weil du hast nichts zu verlieren, das sehen wir ja. Und am Sonntag ist es halt eben so, da kann man nochmal ein Ausrufezeichen setzen. Also man hat nicht so eine gute Hinrunde gespielt bisher, man erfüllt nicht die Erwartungen, aber jetzt kommt dieser große Verein, für viele, für mich aber nur einfach so dahingesagt, ja, weil es nicht so ist. Natürlich ein Bundesligist, aber aktuell Viertligist und von den Voraussetzungen her erheben wir uns von den anderen Vereinen, was das Finanzielle betrifft, sind wir sogar noch im Nachteil. Alle Kollegen wissen das ja sehr gut, die im Raum sitzen zumindest, oder die Fans von Cottbus, dass mit Pipitzer jetzt ein Interimstrainer dort installiert ist, der lange Jahre hier gespielt hat, der große Verdienste im Verein hat, der im Streit gegangen ist. Und dieser Stachel sitzt wohl heute noch bei ihm so ein bisschen drin. Glauben Sie, dass er seine Spieler dermaßen heiß machen wird, dass wir was Ähnliches erleben werden wie hier in Victoria vielleicht? Jeder Gegner ist gegen uns hochmotiviert und extrem fokussiert. Ob da jetzt mehr oder weniger, das ist nicht meine Aufgabe, ist auch nicht meine Sache. Ich weiß auch nicht, ob im Streit oder nicht im Streit den Verein hier verlassen hat. Das ist auch nicht meine. Wacker Nordhausen ist ein Bestandteil der Regionalliga und wir versuchen am Sonntag, wir spielen nicht gegen Pipitzer, sondern wir spielen gegen, da spielt Energie Cottbus gegen Wacker Nordhausen. Oder Wacker Nordhausen gegen Energie Cottbus. Wir haben gehört, dass Kruse raus ist. Wer wird seine Position einnehmen in dem Spiel?
Ja, da Germann ja mehr als fragwürdig ist und höchstwahrscheinlich auch ausfällt, müssen wir gucken, wie wir das hinbekommen. Ja, also ich mache, deswegen gehe ich da, sage ich das auch so, ich hätte echt kein Problem gehabt, Leon einzuschmeißen. Das sage ich so, wie es ist, auch wenn er das Baujahr 2000 ist. Ich sehe den richtig gut, völlig unaufgeregt, wie der gestern wieder mittrainiert hat, da wir ihn nicht spielberechtigt bekommen aufgrund dieser Regelung, die ich Ihnen versucht habe gerade mitzuteilen, müssen wir gucken. Ich kann es Ihnen nicht sagen. Ja. Es wird auf jeden Fall eine extrem offensive Ausrichtung sein. Wir haben ja nur drei Mittelfeldspieler, die ein defensives Denken haben, mit Kruse, Putze und Germann. Das habe ich aber auch schon mehrmals angesprochen. Die anderen Spieler wie Jeschke, Ciborra, Karpstein, Ciborra ist rechter Verteidiger, Jeschke und Karpstein sind Innenverteidiger, können beide auch mal auf den Außenverteidigerposition spielen, aber auf der Sechserposition. Würde ich machen, wenn es ginge, aber da würde ich denen keinen Gefallen mit tun, im Gegenteil. Hinten jemand reinzustellen, Stein auf der Sechserposition, ist eine Überlegung, ob wir es dann so machen. Weiß ich noch nicht. Haben Sie eigentlich in der Kabine schon mal feststellen können, dass sich Ihre Spieler, Sie als Trainer, müssen das natürlich jetzt nicht, die Vorbereitung auf den nächsten Gegner zu forcieren, dass sich auch Ihre Mannschaft mit den Geschehnissen dort, also nicht nur Pipliza, sondern was Maurizio Gaudino letztens in der Thüringer allgemein sagte, beschäftigt, dann gibt es ja, ich sage es mal rein spekulativ, der höchstbezahlte Regionalligaspieler soll ja in Nordhausen, der ehemalige Darmstädter, Seiler? Darmstädter. Ja, dort spielen, spielt das eine Rolle bei Ihren Spielern? Und wenn ja, gehen Sie dazwischen oder forcieren Sie das noch? Also ich bekomme das nicht mit. Frage da auch nicht. Ich weiß, dass die meisten Spieler sich untereinander kennen, weil die schon entweder miteinander gespielt haben. Wir haben ja zwei Spieler aus Nordhausen, zumal ich dann jetzt auch nicht genau weiß, was Herr Gaudino in der Thüringer Zeitung gesagt hat. Was hat er da für Kommentare abgegeben? Ja, dass weitestgehend alles schwer ist und man, so wie Sie sagten, man sich eigentlich weiter wähnt, als man ist. Ja, weiterkommt man durch Kontinuität, also aber sie haben ja mehrere hochqualifizierte Spieler, also ich sehe Sava Yilin auch als einen sehr, sehr guten Spieler. Bichonat als Stürmer ist sehr gut. Kino Berbich durfte ich selber zweimal trainieren, sehr gerne sogar, hatte damals zu seiner Zeit zwischen Trainer und Spieler sehr gutes Verhältnis, eigentlich auch ein Top-Profi, total ehrgeizig. Und da gibt es ja noch mehrere Spieler, Besolat, Schulze, Schafter, wo die alle gespielt haben, ist eine hohe Qualität, aber letztendlich ist sie, gut, bin ich auch nicht dafür zuständig und will auch nicht verraten, was man da machen müsste. Ich glaube, da gibt es ja genug Experten in dem Verein. Wichtig ist, dass wir am Sonntag da dieses Spiel versuchen, mit allem, was wir haben, noch reinlegen zu können, zu gewinnen. Das wird ein kompliziertes Spiel. Wie alle drei Spiele kompliziert werden. Ich war am Sonntag in BHK, auch gegen Neu-Gersdorf. Die haben da hochverdient gewonnen. Es gibt keine Selbstläufer. Sehen wir Woche für Woche, was optimistisch macht, dass wir auswärts ein bisschen entspannter spielen als zu Hause. Das brauchen wir auch. Und den Rest, hoffe ich, dass zumindest bis Sonntag und nach dem Spiel Sonntag dann bei uns weiterhin die Kontinuität wächst und bei Nordhausen dann erst nach dem Spiel. Weil letztendlich muss man auch anerkennen, dass ein Verein vieles da für die Region tut, also Nordhausen. Ich meine, ich kannte die Stadt durch diesen Schnaps. Ich habe ihn selber noch nicht getrunken, weil ich kein Schnapstrinker bin, aber jetzt Wacker Nordhausen macht für die Stadt auch Werbung. Wenn Sie sehen, mit welchem Bus die
über die Autobahn fahren, was der Verein versucht, in den letzten Jahren, wahrscheinlich auch in den nächsten Jahren, versucht zu entwickeln. Ist das ja eigentlich anerkennenswert? Und den Rest müssen dann die Verantwortlichen für sich selbst dann entscheiden. Spielt es denn? Hat den ausgemacht? Ja, oder? Jetzt wieder. Spielt es denn eine Rolle für Ihre Mannschaft, dass man immer wieder nur, was ist nur, aber überhaupt der Jäger ist und um Himmels Willen kein Spiel verlieren darf, selbst Punkte einzubüßen, ist ja schon fast das Ende, so wie am letzten Wochenende, wie wir es hier gesehen haben, dass man also mit allem, was man hat, da versucht, um Himmels Willen diese 3 Punkte zu kriegen, dass man ja die Lücke nicht größer werden lässt zu dem Spitzenreiter jetzt im Augenblick? Also, Gott sei Dank sind wir noch Jäger. Konnten das verkürzen. Geschuldet ist das ja eigentlich aus den ersten 4-5 Spielen. Also, ich sag das nochmal, also, wenn man da das kann man kritisieren. Ich halte den Kritikpunkt dann aber für falsch, weil es eine komplett neue Mannschaft ist. Nicht, weil sie komplett neu ist, sondern weil es Spieler sind, bis auf 3-4, die noch nicht auf hohem Niveau gespielt haben. Und auch nicht in so einer Erwartungshaltung gespielt haben. Und ich finde, das muss man Spielern die Möglichkeit geben, sich in dieser Art zu entwickeln. Und eine Entwicklung ist erkennbar, eine große Gemeinschaft ist so erkennbar, eine absolute Identifikation ist erkennbar. Schauen Sie sich nur, wie das 2-1 bejubelt wird, sowohl auf den Rängen als auch auf dem Platz. Wenn das 1-0 fällt, dann wir schaffen es Außenverteidiger, der schon jetzt 2 Tore erzielt hat, schon mehrere vorbereitet hat, spielt in den letzten Wochen sehr konstant auf einem hohen Niveau, obwohl er immer nur defensiv gesagt hat. Also wir sind nicht nur bemüht, sondern wir sehen da auch was. Und dann kommt noch hinzu, in den Wintermonaten werden die Spiele immer schwieriger, der Boden wird tiefer, die Plätze sind nicht mehr so eben, die Ballannahme ist ein bisschen komplizierter, die Spielfortsetzung ist ein bisschen nicht mehr in dieser Selbstverständlichkeit, auch ein Stück Müdigkeit kommt ein bisschen dazu. Und dann, wenn du diesen Druck hast, unbedingt, weil du erstmal deine eigene Erwartung gerecht werden willst, B, möchtest du die Leute was zeigen, C, möchtest du den Tabellenführer weiterhin Druck ausüben, also alles das zusammen, muss ich ganz ehrlich sagen, dafür sage ich das auch nochmal gerne, brauchen wir uns nicht entschuldigen, dass wir letzte Woche in der 93. Minute das Tor gemacht haben, das hat die Mannschaft sich jetzt über Wochen extrem hart erarbeitet und wir werden ein hartnäckiger Verfolger sein. Wir lesen dann auch am Montag, Dienstag, dass im 2-0-Sieg beim Tabellenführer auch trotz des 2-0-Sieges Unruhe war. Und wir sind uns sicher, dass in der Rückrunde noch so viele Sachen passieren werden. Und deswegen zählt jeder Punkt, egal wie am Wochenende die Ergebnisse laufen. Es wird keine Entscheidung fallen. Natürlich würden wir es gerne verkürzen, keine Frage. Würde auch besser aussehen, würde auch noch mehr Euphorie bei uns selber entfachen. Aber wir sind uns sicher, dass wir bis zum 34. Spieltag bereit sind und hoffen, dass das dann an den letzten Spielen ab Ende Mitte April bis Mitte Mai dann die Entscheidung fallen. Und da muss man da sein, da muss man konstant sein, da muss man die richtigen Entscheidungen treffen. Und das ist jetzt diese Voraussetzung, wollen wir schaffen. Und ich bin mir sicher, dass wir das hinbekommen. Und da möchten wir gerne diese beiden Relegationsspiele. Aber nicht, das sage ich nochmal, man kann das von dieser Mannschaft in der Konstellation eigentlich nicht erwarten. Aber sie wollen das selber, das sagen sie in jeder Aussage. Ja. Sie setzen sich selber enorm unter Druck, ja, weil sie merken, dass das hier richtig Bock macht, ja, weil sie noch nie unter diesen Voraussetzungen kicken durften. Ja. Publikum, Stadion, Zuschauer, Trainingsbedingungen. Ja, aber sie haben nie in diesem Verein, in dieser Erwartungshaltung gespielt. Ne? Energie Cottbus ist ja nicht mehr dieser Underdog. Ja?
In den 90er Jahren ist der Verein aus dieser Geschichte gekommen. Jetzt hat man die Erwartung, wir waren da schon mal. Ja. Wir haben schon Bayern München geschlagen, wir haben schon HSV geschlagen, wir waren schon im Pokalfinale, wir waren schon im Pokalhalbfinale, wir haben schon Torjäger gestellt, ob die Rado heißen, ob die Pettersen heißen, ob die Bittencourt heißen. Aber da kann diese Mannschaft aktuell nichts für. Weil bis auf 3, 4 Spieler haben maximal Regionalliga oder darunter gespielt. Ja. Wo hat ein Putze gespielt? BFC Dynamo. Welche Rolle haben die in der Regionalliga Fußball gespielt? Germann, Goslar, Matuwila Koblenz, Oberliga, ist Stammspieler. Spajic, U19, Regionalliga, ein Jahr A-Jugend-Bundesliga. Meier, TSV Havelse. Über was reden wir eigentlich? Und dann stellt sich dann eine Mannschaft hin, Woche für Woche, und sagt, wir holen die noch. Sollte man doch eigentlich anerkennen und eigentlich unterstützen. Und sollte man auch vielleicht mal den ein oder anderen Fehler mal verzeihen, wenn das nicht jede 90 Minuten so rüberbekommt. Und es wird nicht jede 90 Minuten klar, das Ergebnis 4-0, 5-0, 6-0. Finde ich halt einfach ein bisschen auch, dann fehlt mir so ein bisschen so dieses Fingerspitzengefühl. Halten Sie Ihre Prophezeiung auch aufrecht an der, wenn mich nicht täuscht, doch bedeutend höheren Auswärtsspielanzahl im Frühjahr? Wenn man die Auswärtstabelle liest, unbedingt, ja. Nein, also wir spielen gerne zu Hause, aber das ist natürlich, wir glauben auch, dass in der Rückrunde die Plätze schlechter sind, also insgesamt, ja. Aber das hat nichts damit zu tun, dass die Plätze schlecht gemacht werden, sondern das hat die Jahreszeit und wir sind in der vierten Liga. Da kann man nicht erwarten, dass wir Champions League Plätze vorfinden. Also das spielt eine Rolle. Die Rolle spielt auch der kleine Kader. Das spielt eine große Rolle. Also wie kriegen wir das rüber? Jetzt haben wir schon, ich will nicht sagen ein Problem, aber wir haben eine Veränderung und auch eine Veränderung in der Ausrichtung des Spiels. Wir haben in den letzten Wochen sehr, sehr viel Wert auf diese Balance gelegt, dass diese Mischung extrem gut ist. Die ist jetzt ein bisschen wackelig, weil wir die Art verändern müssen. Aber das aber auch eine große Chance ist. A, für die Spieler, spielen wir im 4-4-2, spielen wir im Zentrum mit 2 klaren offensiven Mittelfeldspielern, statt mit nur ein. Also ist das auch eine große Chance für die Jungs, sich da auch zu zeigen, zu präsentieren, neue Möglichkeiten herauszufinden. Und von daher ist es hochinteressant. Also nochmal, ich habe absolutes Vertrauen. Ich sehe da eine extrem fokussierte Mannschaft. Schon alleine deswegen, weil sie sich so in der Öffentlichkeit so klar und deutlich positioniert, dass sie das unbedingt schaffen will. Und das spürt man auch extrem in dem Zusammenhalt. Es macht einfach Spaß, sie da zu begleiten. Und ich glaube, das habe ich schon mal gesagt und wiederhole ich gerne. Ich möchte sie da nicht bei aufhalten, sondern ich möchte sie dabei unterstützen, auch wenn wir dann am Ende Zweiter, Dritter sind und dann als Verlierer dahingestellt werden, obwohl wir das eigentlich dann nicht sind. Wie weit ist denn Lasse Schlüter vor dem Hintergrund? Jörg, was hast du gesagt? Aufs Knöpfchen gedrückt, aber für den ist er noch. Also erst drücken, dann sprechen. Die Frage zu Lasse Schlüter geht jetzt zurück für ihn nach Nordhausen. Wie weit ist er nach seiner Verletzung jetzt aus Ihrer Sicht? Ist voll im Training, letzte Woche auch. Ist ja dann auch noch kurz vor Schluss dann eingewechselt worden. War auch direkt im Spiel. Wird besser. Ist, wie Sie wissen, ist das sowieso immer eine Alternative, wenn er fit ist, weil es ein guter Fußballer ist. Ich hatte seinerzeit gesagt, dass ich ihn auch im Mittelfeld sehe. Ist auf jeden Fall auch eine Option, ist ein Gedanke. Ob das jetzt für dieses Spiel da, wo er jetzt länger Jahre gespielt hat, das richtig ist, das muss ich abwägen. Muss ich auch mit ihm nochmal selber sprechen. Aufgrund seiner fußballerischen Qualitäten, absolut, ja. Wäre es mehr als vertretbar. Wir erwarten aber in diesem Spiel ein extrem zweikampfintensives Spiel. Und da, das habe ich ja auch schon öfters gesagt, das ist auch kein Geheimnis, das wissen die Kollegen da noch besser, wenn er da zulegt,
dann müsste er eigentlich ein Topspieler sein. Aber Zweikampfverhalten ist die Grundvoraussetzung in dieser Liga noch mehr als in anderen Ligen, beziehungsweise exakt fast sogar wie in der dritten Liga. Und das wissen Sie auch. Gucken Sie sich die Tabelle an in der dritten Liga, wie eng diese ist. Ja. Das ist, und da ist jeder 50-50 Zweikampf kann über Sieg oder Niederlage entscheiden. Wenn er das hinbekommt, das muss er eigentlich nur verinnerlichen und sich nicht Gedanken darüber machen, dass da was passieren kann, dann kann er ein richtig guter oder muss er eigentlich ein richtig guter Spieler sein. Und deswegen müssen wir da abwägen für Sonntag. Ansonsten hätte ich da kein Problem mit. Gut, dann bedanke ich mich. Drücken Sie uns die Daumen am Sonntag. Tschüss.